guten Tag. Ich melde mich aus T1 Markets. Steht du mir am Apparat? Herbert Maulwurf, richtig? Nee, den müsste ich kurz holen. Moment bitte, ja? Natürlich, ich bin in der Leitung. Kein Problem, nur langsam. Ja, Maulwurf, guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Maulwurf. Ja, melde mich aus T1 Markets. Ich sehe im System, Sie haben Interesse für die DHL-Aktie gezeigt. Sagen Sie mir, wollten Sie sich da nur informieren? Es ist Neuland für Sie. Wie sieht's aus? Ja, das war gerade ein bisschen sehr schnell. Können Sie das bitte einmal wiederholen? Ich kann nicht mehr so gut hören. Ah, okay. Also Aktien, Rohstoffe, Krypto, Bitcoin zum Beispiel und so. Wir haben Interesse gezeigt. Haben Sie recht? Ja, Geld verdienen im Internet, nicht wahr? Das war doch die Seite? Genau, also bei uns, ja. Also es handelt sich hier um diese Trading-App. Davon haben Sie doch gehört, von diesem Handelsprogramm, oder? Ja, fürs Mobiltelefon im Prinzip. Genau, bravo, bravo. Also... Ja, ein bisschen kenne ich mich aus. Ja, freut mich. Ja, erst einmal sehr schlau, der Markt ist gerade einmalig. Folgendes. Ist was bitte? Wenn Sie, der Markt ist gerade einmalig. Einmalig? Gerade wegen Corona sehr großes Potenzial, ja? Ja. Okay, also folgendes. Wenn Sie für den Mindestbetrag ein Handelskonto aktivieren, 250 Euro... kriegen Sie von uns gratis dazu einen Senior Account Manager. Der würde Sie anrufen und mit Ihnen gemeinsam dieses Handelsprogramm runterladen und Ihnen zeigen, wie man das zu benutzen hat, okay? Also, ja. Und dann können Sie, das ist das Beste an der Sache, Sie können Testgeschäft starten. Das heißt, was kann ich bitte? Nicht mit dem ganzen ein nicht Testgeschäft starten. Nicht ganz so schnell bitte, junger Mann, ich komme gar nicht hinterher. Okay. Sie müssen nicht mit dem ganzen Geld auf einmal handeln, ja, sondern Sie können erstmal 5 Euro nehmen oder 10, gucken, wie die ganze Sache funktioniert. Ja. Wenn es Ihnen gefällt, machen Sie weiter, wenn nicht, lassen Sie sich auszahlen. Keine monatliche Gebühr, keine Nebenkosten. Wie hört sich das an? Keine Gebühren und keine Nebenkosten. Wovon lebt denn Ihre Firma dann? Das muss ja auch also, irgendwo wie gesagt, herkommen. Nee, ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie dann Ihr Geld auszahlen lassen, ja, wie gesagt, keine Nebenkosten und auch keine monatlichen Gebühren. Das Unternehmen lebt davon, wenn Sie einen Handel öffnen, ja, okay, die Trades werden gezahlt. Kommt natürlich darauf an, mit was Sie handeln und mit wie viel, aber wenn Sie sich vorstellen, dass wir fast, oder besser gesagt, über 1 Million Partner haben, das ist mal dort 1 Euro, dort 2, 3 Euro, das sammelt sich, davon leben wir. Ah, verstehe. Können Sie mir da mal so ein einfaches, sag ich mal, Rechenbeispiel geben, wie sich das für mich dann gestalten würde? Ja, natürlich. Es gibt, man kann handeln, wie man möchte, aber es gibt natürlich, man kann da Struktur reinbringen. Ja. Okay, jetzt sagen wir mal. Der Markt, ich kann Ihnen zig Beispiele nennen, Amazon, Tesla, ja, irgendeines. Bitcoin. Also, sagen wir mal, Sie öffnen einen Handel, ja, also 250 Euro, ja, um das Konto zu aktivieren. Ja, ja. Und sagen wir mal, Sie nehmen dann 10 Euro. Ja. Risikomanagement, man handelt nicht mit dem ganzen Geld auf einmal. Sie nehmen dann 10 Euro, ja, und öffnen einen Handel zum Beispiel auf, ich weiß jetzt auch nicht, Amazon oder DHL oder, ja, kommt ganz drauf an mit was. So. Genau. Um diesen Handel zu öffnen, ja, wird halt, der wird gezahlt halt, aber wie gesagt, es ist, wirklich, ein paar Euro, ja, sind das mehr oder weniger. Und so funktioniert das. Wie gesagt, Sie können ein Handelskonto für 2,50 aktivieren und dann einfach mit Ihrem Senior Account Manager sehen, ja, wie das Ganze läuft. Ja, ja, das habe ich vom Prinzip auch verstanden. Aber ich meine, jetzt nehmen wir mal an, ich kaufe da was für 10 Euro. Was kriegt die Firma von Ihnen dann? Das meinte ich, dass ich mir so die Kosten mal im Auge habe. Das war mein Anliegen. Ja, ich habe Sie schon verstanden. Nur ich weiß jetzt nicht, wir haben über 1000 Produkte. Ja, ich weiß ja nicht alles auswendig. Aber wie gesagt, es ist dort mal, also es ist unterschiedlich. Natürlich, wenn Sie einen Handel öffnen für Kohle und für Gold, natürlich ist es ja nicht dasselbe. Aber... Ja. Wir haben ja richtig viele Partner. Wir sind auch Hauptsponsor der argentinischen Fußballnationalmannschaft und Naja, sagen wir, der Fußball ist jetzt nicht ganz so mein Ding, aber es wird ja, sag ich mal, eine betriebswirtschaftliche Rechengrundlage geben, wonach das dann, sag ich mal, errechnet wird, was das kostet. Das wäre ja im Prinzip mein Anliegen. Also ich habe Ihnen gesagt, also der Handel, wenn der Handel geöffnet wird, Sie können auch mehrere zur gleichen Zeit, wie gesagt.
kommt drauf an, mit was sie handeln und mit wie viel. Das kann von einem Euro bis 50 Euro sein ungefähr. Ja, aber prozentual, da gibt es ja sehr 0, dies, 0, das. Worauf genau muss ich mich denn einstellen? Ja, lieber Herr, das ist wie gesagt minimale Gebühren, ja, und ja, das Unternehmen ist Folgegeschäft orientiert natürlich. Ein zufriedener Partner ist die beste Reklame, Signale, natürlich auch auf der offiziellen Seite. So, möchten Sie ein Testgeschäft starten, die ganze Sache kennenlernen? Ja, interessant wäre das schon mal. Ich möchte ja gern vorher wissen, was mich das kostet. Sie haben es sehr schön formuliert. Ich bin, sag ich mal, Kaufmann. Ich hätte gern nackte Zahlen, mit denen ich was anfangen kann, ne? Okay, auf jeden Fall sind wir jahrelang auf dem Markt. Das heißt, im Grunde genommen rechnet sich das ja für unsere Partner, wie sie nun handeln. Sie können spekulieren, sie können Tageshandel machen, Minutenhandel. Sie können diversifizieren, also verstreuen, mehrere Baustellen haben. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, von 1 bis 50 Euro. Und ja, Sie können erstmal, wie gesagt, 250, dass wir das Konto aktivieren. Und dann, ja, können Sie erstmal 5 Euro nehmen oder 10, die ganze Sache kennenlernen, wie gesagt. Und dann, wenn es Ihnen gefällt, machen Sie weiter. Wenn nicht, einfach auszahlen lassen. Wie gesagt, auf keine monatliche Fall. Gebühr, keine Nebenkosten. Das klingt gut. Dann wäre jetzt im Prinzip noch die Frage, Sie hören sich ja an wie so ein Vollprofi. Was kommt dabei denn, sag ich mal, so ungefähr rum, Pi mal Daumen? Okay, also, ich muss immer potenziell sagen, weil ja, man natürlich tut ja auch ab und zu mal verlieren, das ist ja klar. Nur die Sache ist die, bis Ende des Monats wäre es, ja, natürlich möchten wir ja gemeinsam mehr Handel gewonnen als verloren haben. Ja, hoffe ich doch. Natürlich. Gerade jetzt wegen Corona ist der Markt wirklich, also nach kapital.de etc. wirklich, dort spricht man von der Jahrhundertchance. Also die Bewegung ist gegeben auf dem Markt, ganz stark. Ja, ja, ist gut, ne? Ganz genau, ganz genau. Diese 250 Euro könnte man potenziell, muss ich sagen, in weniger als einem Monat verdoppeln, wenn nicht verdreifachen. Das ist ja ganz ordentlich. Genau, eben, genau deswegen gehen die Banken mit unserem Geld auch an die Plattformen. Aha. Offiziell stehen wir in Konkurrenz, inoffiziell aber gehen die mit unserem Geld auch an die Plattformen. Wie gesagt, tatsächlich? Warum? Ganz genau. Sie haben in diesem Handelsprogramm ja bestimmte Automatismen, die einem helfen beim Handeln. Verlustbegrenzung, Stop-out, Stop-loss. Ja, nochmal, was dann war haben das mit Stoppen? Stop-out, Stop-loss, Verlustbegrenzung. Das bedeutet, wenn Sie Ihr Produkt arbeiten lassen, wunderbar, in dem Moment, wo Sie, wo das Produkt einen Punkt Verlust gemacht hat, tut er automatisch verkaufen oder schließen. Und aha, ja, deswegen müssen Sie auch nicht die ganze Zeit am Handy sein, ja. Sie machen morgens vielleicht ja die Handel, 2, 3 Handel und gucken am Abend, ja, was passiert ist, ob der noch nach oben arbeitet oder ob der schon geschlossen hat, aha, oder verkauft hat. Und diese, sag ich mal, Ideen, was man jetzt an den einzelnen Tagen machen könnte, sollte, genau, oder tun, kriegen Sie auf der tun, offiziellen Seite. Das sagt genau mir dann, sag ich mal, der Kontoberater, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er wird ja Ihnen alles einstellen, Ihnen alles zeigen, alles sagen und natürlich kriegen Sie auch auf der offiziellen Seite Signale, ja, das ist ja klar. Was bedeutet Signale? Also ich weiß, was ein Signal ist, aber so Hinweise, ja, im Prinzip. Genau, genau. Also, aber man muss ja auch, ist ja keine Quantenphysik, lieber Herr, nein. Ja auch den Markt zu verstehen, ja. Ja klar, da muss man Gefühl für kriegen, hä? Ja, also es ist so, Sie setzen die Verlustbegrenzung und sagen wir mal, morgen kommt ein neues Apple-Handy raus, die ganzen Leute rennen in die Läden mit dem Geld, natürlich. Was glauben Sie passiert an diesen 1, 2 Tagen mit dem Preis der Aktie? Na, der wird fallen oder steigen? Der wird mit Sicherheit steigen, weil ja die Nachfrage nach den Produkten der entsprechenden Firma nach oben geht. Das ist ganz logisch. Ganz logisch, bravo, logisch, ganz genau, das sage ich auch immer, ja, ist logisch. Also, ich erkläre Ihnen, ja, wie wir so ein Konto aktivieren können. Ja, das machen wir doch. Okay, wunderbar. Also erst einmal bitte, ich muss Sie nur fragen, wie jung sind Sie, was sind Sie von Beruf, sind doch über 18? Ja, schon ein bisschen, was würden Sie denn schätzen? Also an der Stimme vielleicht 50, 60, aber wie gesagt, ich muss Sie fragen, oh, Sie weil die Gespräche ja, werden abgehört. Sie sind ja sehr schmeichelhaft, ich bin 72. 72, okay. Ja. Okay, sagen Sie mir, was sind Sie vom Beruf oder was haben Sie gemacht? Na, ich sage, ich habe früher eine Dachziegelgießerei, heute oder Brennerei heißt das ja im Volksmund gehabt. Da hat jetzt im Prinzip mein Sohn übernommen. Ich habe aber nach wie vor die Anteilseignerschaft und werde quasi, sag ich mal, vom Betrieb aus berentet sozusagen.
Ah, okay. Das ist ein bisschen komplizierteres rechtliches Konstrukt, aber im Endeffekt werde ich jetzt dafür bezahlt, dass ich das Ding mal aufgebaut habe und jetzt zu Hause im Ohrensessel sehr meine schön. Bücher lese. Ja, sehr aber, schön. Aber sehr man schön. Muss ja auch was haben, weil man kriegt ja im Alter, sag ich mal, wenn man die ganze Zeit selbstständig gearbeitet hat, da ist man ja im Prinzip nicht im Rentensystem drin, im klassischen. Und da ist jetzt quasi genau. mein Betrieb, meine Rente und mein Erbe gleichermaßen. Also sehr schön, Sie wären qualifiziert und Sie könnten nebenbei mit ein paar Klicks ja halt etwas, ein paar Groschen mehr oder weniger verdienen. Ich habe noch ein paar Fragen an Sie, dann könnten wir loslegen, das Konto aktivieren. Ja, also die Zeit, die nehme ich mir, das ist in Ordnung. Sehr schön, das freut mich. Okay, sagen Sie mir bitte, generell mit der Online-Börse noch keine Erfahrung gemacht, ja? Nee, noch gar nicht. Immer so im Internet und ne, so berufsmäßig halt auch viel mit dem Computer, aber jetzt da dieses, sag ich mal, Aktien und diese, wie nennt sich das da mit der, diese, Ja, Krypto, Bitcoin. Ja, genau, und so genau. Da habe ich jetzt nur die Tage gelesen, dass die Chinesen das wohl verboten hätten. Da wird das ja wahrscheinlich auch nicht mehr lange geben dann, ne? Nee, also glauben Sie mir, lieber Herr, erst einmal, ja, vor 3 Jahren war der Bitcoin 3000, jetzt ist er um die 50.000, Tendenz steigend nach Investing.com. Warum? Der deutsche Vaterstaat möchte jetzt 20% des Staatskapitals in den Bitcoin investieren. Tatsächlich? Warum? Tatsächlich, warum? Na, wahrscheinlich, weil um die Chinesen zu ärgern. Also, ich würde sagen, die Inflation hat keinen Einfluss auf den Bitcoin. Und natürlich wegen der Schuldentilgung. Ja, die ganzen anderen Länder folgen jetzt. Was glauben Sie, passiert nun mit dem Preis? Naja, von dem Bitcoin? Ich könnte mir jetzt mal vorstellen, so auf staatlich, wir haben ja früher auch Staatsaufträge gekriegt und das ist ja immer eine gute Referenz gewesen. Und da wird das da ja wahrscheinlich auch, sagen wir mal, Faktor Vertrauenswürdigkeit und Stabilität schon Zuwachs geben. Genau, logisch, ganz genau, logisch. Ja. So sieht's aus, ja. Sehen Sie, also, lieber Herr, bin ich ganz doof, ne? Nein, um Gottes Willen, nein. Also Sie haben ja auch, waren selbstständig, ja, und sagen, lesen auch. Und ja, natürlich. Ja, lesen kann ich auch. Okay, sagen Sie mir bitte, was wären die Erwartungen? Wie viel würden Sie gerne im Monat erwirtschaften? Was wäre unser Ziel? Nein, ich würde jetzt erstmal tendenziell klein anfangen, um erstmal zu gucken, ob ich da genauso ein Händchen für habe wie fürs Dachziegelgeschäft. Ah, okay, und dann also, halt mal ausloten, ne, wo die Reise dann im Prinzip ja hingehen könnte. Und das kann man dann ja mit dem Profi, den es da bei Ihnen da noch gibt, noch mal weiter im Detail dann, sagen wir mal, so eine Roadmap, sagt man ja heutzutage, aufstellen. Bravo, ganz genau. Ganz genau, ja, also er würde natürlich, wenn er, also umso ernster Sie sind als Händler, ja, desto mehr wird er natürlich auch mit Ihnen arbeiten. Gut. Okay, könnten wir loslegen. Ich wollte gern noch fragen, wie sieht das denn steuerrechtlich aus mit dem Kram? Steuerfrei. Ja? Sie können von Ihrem Handel, ganz genau, Sie können von Ihrem Handelskonto auf Ihr Bankkonto ja jederzeit überweisen, also wann immer es Ihnen passt, und Sie können immer nachfinanzieren, also wie Sie möchten, ja. Der Rufnummer nach sitzen Sie in Berlin, bin ich da richtig? Nein, wir sind in Zypern, ja, Zypern? Aber Sie sehen eine Berliner Nummer, weil wir rufen über Satellit an, ja, und damit Aha. Sie und uns das nichts kostet, ist es so üblich, ja, ist auch, wenn Amazon hat genau so ein Telefon, so ein Satellittelefon, also. Das habe ich neulich erlebt. Da habe ich neulich mal anrufen wollen, weil da ist ein Paket, das hieß, das ist zugestellt worden, aber das ist ja gar nicht angekommen. Da bin ich dann in Bombay oder Bangladesch, irgendwo in Indien bin ich dann rausgekommen. Ich war ganz verwirrt. Ja, sowas kommt vor, lieber Herr. Okay, folgendes, sagen Sie mir bitte, dass ich weiß, wie ich Ihnen jetzt weiterhelfen könnte bei der Einzahlung. Sagen Sie mir, haben Sie Visa-Card, Mastercard oder Online-Banking? Oh, das ist eigentlich alles, da muss man ja heute gut aufgestellt sein. Also außer diese Krypto-Dinger habe ich eigentlich alles parat. Bitte. Okay, Visa-Card, Mastercard ist optimal, es ist auch am einfachsten, ja, also Sie werden natürlich dann die Einzahlung mit mir tätigen. Ich werde Ihnen auf der offiziellen Seite helfen mit der ganzen Sache. Wie sieht das mit American Express aus? Da kriege ich Bonusmeilen, kann ich die auch einsetzen? American Express? Nein, geht nicht. Schade. Das ist ja generell das Akzeptanzproblem. Die wird sehr selten angenommen. Genau. Aber eine Visa und Master wird es auch tun. Also folgendes, lieber Herr. Ich werde Ihnen erklären,
wie wir das machen würden jetzt. Machen Sie Ihr Handy auf Lautsprecher, nehmen Sie ein Blatt Papier und einen Stift und alle unnötigen Fensterchen zumachen bei Ihrem Handy. Jetzt werden Sie eine E-Mail erhalten, dann werden Sie ein neues Passwort erstellen. Neues Passwort wofür? Ich habe doch noch gar keins. Ja, Sie werden jetzt eine E-Mail bekommen, um Ihr Passwort zu erstellen für Ihr Handelskonto. Ach, wenn Sie jetzt das Passwort erstellt haben, kommen Sie automatisch auf die Seite und dann machen wir die Einzahlung und dann den Termin für Ihren Senior Account Manager. Verstehe. Okay. Kriegen wir hin, dann mache ich das, aber das mit E-Mail und so, das ist mir an dem kleinen Display immer viel zu hektisch. Ich mache mal eben meinen Laptop an. Ja, gehen Sie am Computer. Ja, machen Sie den Laptop an, bitte ganz langsam und sagen Sie mir, wenn Sie dann bereit sind. Ja, kleinen Moment. Ja, nur langsam, es soll ja Spaß machen. Ja, das ist so. Macht das, es scheint ja Spaß zu machen. Sie klingen sehr, sag ich mal, positiv aufgeregt. Danke, ja, natürlich. Es ist sehr viel los, ja. Also ich bin sogar am Wochenende hier. Oha. Ja, also wir haben so viel zu tun, so viel zu arbeiten. Also es machen Sie das auch persönlich selbst, wenn ich fragen darf? Ja, natürlich. Ja, also wir alle in dieser Branche mehr oder weniger machen es nebenbei, traden, handeln. Ach. Jemand hat auch ein paar Bitcoins gekauft, wo die etwas billiger waren. Und derjenige hat jetzt gerade ein gutes Geschäft gemacht, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Man muss da aber erst mal reinkommen, ne? Das ist ja, sag ich mal, wenn man da jetzt so als Außenstehender mit in Kontakt kommt, das ist ja eine ganz neue Welt. Ja, also auf jeden Fall, man sollte mit der Zeit mitgehen auch. Und es ist eine sehr schöne Sache, ja, mit ein paar Klicks potenzielle Gewinne zu machen. Wir haben Studenten, 18, 19, ältere Damen, Herren, 80, 90, Millionäre und einfache Leute. Ach, ja. Da bin ich ja doch nicht der Älteste. Das ist meistens, Internet irgendwo. Mein Enkel, der hat mich ja so für so Internetspiele ein bisschen begeistert. Egal, wo da hinkomme, ich bin immer der Älteste. Ne? Aber das habe ich auch nicht groß anders erwartet, wenn man da, sag ich mal, Sachen so ein bisschen im Comic-Stil spielt und dann mal mit den Leuten ins Gespräch kommt. Die glauben immer gar nicht, dass da ein älterer Herr auf der anderen Leitung sitzt oder am anderen Bildschirm, besser gesagt. Ah, okay. Kennen Sie Minecraft? Kennen Sie das? Minecraft, natürlich kenne ich das. Ja, da habe ich mich ja so ein bisschen drin verliebt, so mit dem Bauen, ne? Auch wegen meinen Dachziegeln wahrscheinlich. Ah, okay. Und ich habe das Firmengebäude sogar nachgebaut mit ein paar Freunden. Ja, sehr schön, das freut mich wirklich. Ja, es gibt sehr interessante Spiele, ich habe nicht so viel Zeit, aber ich spiele auch so von Zeit zu Zeit ein bisschen. Was spielen Sie denn gern? Also ich habe gerne auf der Sony haben wir gerne immer Fußball gespielt. Oh ja. Und so, ja. Das ist jetzt zwar gar nicht meine Welt, aber da ist mein Enkel, der verliert sich da auch Stunden um Stunden. Ich hoffe nur immer, dass sein Studium nicht drunter leidet, aber der scheint das hinzukriegen. Ja, solange man alles gebacken kriegt, alles gedeichselt kriegt, dann ist es ja in Ordnung. Dann kann man sich auch mal so ein bisschen was erlauben, ja. Ich gehe davon aus, dass er ja sehr gewissenhaft erzogen worden, dass das jetzt halt auch Früchte trägt und dass er Unterhaltung und Beruf oder Studium in dem Fall halt problemlos unter einen Hut oder einen Helm in dem Fall eher kriegt, ne? Ja, also solange die Schule nicht drunter leiden tut und Leben, dann natürlich, man soll sich den Spaß gönnen. Also, nach langem Auswahlverfahren, das ist ja alles ganz geheim immer, ne, wegen Staatssicherheit und so, ist er ja im Prinzip als Kampfjet-Pilot bei der Luftwaffe angenommen worden und dem geht jetzt halt da, sag ich mal, ein Studium, da er, ich kann das immer nicht vernünftig aussprechen, der Aerodynamik voraus, also quasi die Luftfahrtswissenschaften, weil die da ja auch alle, sag ich mal, berechnen und dies und das. Hätte ich nicht gedacht, als ich damals Panzergrenadier geworden bin, da haben sie uns in den Anzug gesteckt und aufs Feld geschickt. Und da muss man jetzt heute, bevor man da sich überhaupt reinsetzen darf, muss man studiert haben. Da stellen Sie sich mal vor, da bricht ein Krieg aus und die 20 Piloten, die wir haben, die werden abgeschossen. Dann dauert das 7 Jahre, bis wir neue haben. Das ist ja auch irgendwie eine Lücke im System. Ja, finde ich auch. Bravo, das haben Sie sehr schön erkannt. Ja, ganz interessant. Aber ich denke mal, ich hoffe, es kommt nicht so weit, aber wenn es so weit kommen würde, die Leute würden es dann lernen müssen auf die Schnelle.
Ja, das ist ja aber nicht zielführend. Wir reden hier, ich bin ja noch aufgewachsen, da ist mein Großvater noch mit so einem Doppeldecker übers Maisfeld geflogen zum Sprühen. Da hat man sich reingesetzt und hat einen Steuerknüppel in den Dinger. Der hat mir mal ein Foto gezeigt, das hätte er gar nicht machen dürfen, das Foto. Da sind ja 30, 40 kleine Bildschirme und Apparaturen und Knöpfe und Leuchten und alles. Ich käme mir davor wie in einer Disco, wenn ich da drin sitzen würde, ne? Genau, genau. Also folgendes, lieber Herr. Sagen Sie mir, haben Sie Ihren Laptop, Ihren Computer hochgefahren? Ja, ja, den habe ich angemacht. Okay, bitte Google Chrome oder Firefox als Suchmaschine benutzen, das haben Sie ja? Ja, ja, ich bin bei Chrome mal drin. Ich habe aber auch die ganzen anderen, weil da teilweise die Applikationen ja untereinander nicht so kompatibel sind, wie man sagt. Lieber Herr, jetzt müssen Sie mir folgen. Bitte gehen Sie in Ihre E-Mail rein und finden Sie die T1 Markets E-Mail zur Passwort. Zurückstellen, also das Passwort zurückstellen oder Support T1 Markets Passwort müsste da stehen. Haben Sie die gefunden? Ich melde mich mal eben da an, das aus Sicherheitsgründen. Einen Moment, ganz langsam, lieber Herr. Also Schritt für Schritt, Sie sind ganz flink und rasch, ja, keck sind Sie auch, fesch. Nur bitte Schritt für Schritt, damit ich Sie nicht aus den Augen verliere. Sie sind meine Augen gerade, ja? Ah, ja, ich laufe nicht weg. Ich muss nur erstmal das alles zurechtfinden hier wieder, ne? Okay. Also bitte, wenn Sie in Ihre E-Mail reingehen, T1 Market, sagen Sie mir, wenn Sie die gefunden haben. Posteingang oder Spam-Ordner? Jetzt muss ich gerade ein bisschen spekulieren. Habe ich da die private oder die Firmen-E-Mail-Adresse genommen? Weil hier der private ist nichts drin. Komm, schauen Sie einfach in Spam-Ordner. Einen Moment. Ich gucke überhaupt, ob das... wurde abgeschickt, ja. Ich kann nicht sehen, welche E-Mail Sie hier angegeben haben, aber gucken Sie einfach. Spam-Ordner oder Inbox? Posteingang oder Spam-Ordner? Die Musik da aus dem Hintergrund, die hört mein Enkel auch immer. Ah, okay, ja, super, ja, das ist jetzt modern. Ja, aber das ist ja schon ein bisschen älter, ne? Genau, haben Sie auch recht, ja. Das ist doch der Eminem, ne? Genau, der Eminem ist es, glaube ich. Ja, genau, Sie kennen den Eminem, unglaublich. Ja, der Enkel hört Eminem. Ja, der ist ja total Fanatist da. Der ist ja, als er aufgewachsen ist, da hatte der ja immer, sag ich mal, die Poster und alles im Zimmer hängen. Das ist jetzt heute nicht mehr so. Der ist immer eher so ist, auf halt sein Studium aufgebaut. Aber man hört die Musik halt doch immer noch und ich sag mal, das ist ja mal von mal abgesehen davon, dass das musikalisch so gar nicht meine Welt ist, sag mal, die Texte sind ja, sag ich mal, vom, wenn man dem Englischen mächtig ist, vom Inhalt her halt schon, sag mal, tiefgründig, nicht wahr? Ja, also das ist jetzt eine philosophische Frage, ja, also definitiv. Das ist Ansichtssache, aber ich denke, dass der schon ein bisschen so ernstere Musik macht, ja. Also ich muss jetzt, ich habe jetzt im Prinzip geschaut bei meinem Privaten und habe mich hier auch mal über ein FTP auf der Arbeit eingewählt, da ist nichts dabei. Sie haben keine E-Mail erhalten, nicht mal auf Ihrem Konto, Ihrem Firmenkonto und auch nicht auf Ihre Firmen-E-Mail und auch nicht private E-Mail. Nein, ich habe das jetzt beides geprüft. Auch sehen wir jeweils mit dem Spam-Ordner. Gehen Sie bitte ins... Okay, bitte gehen Sie über... Sie haben auch eine SMS bekommen, ja? Von T1 Markets. Bitte gehen Sie in Ihre über Ihr Handy. Ich meine, ich hätte eine Festnetznummer angegeben. Da kann ja, sag ich mal, Sie haben eine Festnetznummer angegeben. Nee, aber haben Sie ein Handy mit... Aha, okay, haben Sie vielleicht ein Handy? Ja, natürlich. Okay, können Sie mir Ihre Handynummer geben und Sie kriegen gleich eine SMS, damit Sie sich nur anmelden über Ihre Handy, dann können wir an den Computer gehen. Also ich muss sagen, mir wäre das, sag ich mal, über die E-Mail schon lieber, ne? Sag mal, Handynummer ist ja so ein Thema, da reagiere ich ein bisschen empfindlich, da habe ich viel schlechte Sachen erlebt. Okay, dann machen wir so. Machen wir einfach ein ganz neues Konto. Na gut. Geben Sie, also einen Moment, ja, gehen Sie einfach auf t1markets.com. Das habe ich ja noch im Verlauf drin im Prinzip, ne? Genau, das haben Sie noch im Verlauf drin, ja. Also wenn nicht, einfach Google T wie Theodor Nummer 1 Markets TS am Ende Theodor Siegfried.com.
Genau. Ich habe das schon so gefunden. Das ist ja das Tolle an den Computern, wenn man selber mal was vergisst und man die Datenschutzeinstellungen entsprechend aktiviert hat, da kann man sich da ja, sagen wir mal, das Gedächtnis zurückholen, ne? Ganz genau, ganz genau. So, sagen Sie mir bitte, T1 Markets, ja? Ja. Sagen Sie mir, sind Sie auf der offiziellen Seite? Wir werden jetzt einfach ein ganz neues Handelskonto erstellen. Ich gehe mal davon aus, t1markets.com/de hat er automatisch beigefügt. Okay, wunderbar. Wir können das aber auch in Englisch machen, das ist mir, sagen wir mal, gleich. Okay, entweder auf Englisch oder auf Deutsch, wie es für Sie ja besser ist. Also sagen Sie mir, wenn Sie auf der offiziellen Seite sind, ja? Ja. Entschuldigung, ich habe nur was getrunken. Nee, kein Problem, kein Problem. Ja, ich bin da drauf. Sie sind auf der offiziellen Seite. Was sehen Sie jetzt? Na, da ist ein Bild, das wechselt immer. Eben war da ein Mann mit einem Laptop, jetzt sind da irgendwelche Fußballleute. Genau, T1 Markets, so. Jetzt. Gehen Sie auf Anmelden. Klicken Sie auf Anmelden. Sign up wäre das ja dann in dem Fall. Sign up wäre das, genau. Establish your individual trading style. Genau. Großartig. Jetzt Vorname, Nachname, E-Mail. Also genau so, wie Sie das auch in dem Hans-Herbert Maulwurf. Ja, bitte, genau so, wie Sie auch davor. Ja, mit oder ohne Bindestrich? Ohne Bindestrich, ohne Bindestrich. Aber dann mit Leerzeichen, ja? Genau, genau. So, dann sagen Sie mir nur von Zeit zu Zeit, ja, mit jedem Schritt, wo Sie gerade sind, dass ich Sie nicht aus den Augen verliere, dass ich weiß, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Na, ich gucke mir jetzt gerade, welches Passwort ich nehme und dann habe ich es ja auch gleich geschafft. Keine Umlaute, ja, keine Sonderzeichen, ein Buchstabe muss groß sein, ein Buchstabe klein, paar Zahlen, mindestens 6 Ziffern insgesamt. Dass da keine Sonderzeichen rein dürfen, trägt aber nicht zur Sicherheit bei. Ja, aber wie gesagt, mein Gott, Sie können jetzt, da kann man ja so viel, ja, als Passwort benutzen. Ja, ist ja jetzt auch kein Drama. Sie können ja jederzeit, genau, genau, bitte fahren Sie fort. Na, jetzt sagt er, dass meine E-Mail schon in Benutzung ist, aber da habe ich das geprüft, da ist keine E-Mail angekommen. Haben Sie noch eine andere Mail? Ja klar, das ist... Okay. Ich will mir jetzt halt nur nicht, dass ich da, sagen wir mal, das auf mehreren Konten dann alles laufen habe. Nee. Ein Konto, eine E-Mail. Ja, bitte die E-Mail jetzt da angeben, die andere. Wer schreit eine andere denn da E-Mail? Im Hintergrund immer? Hier ist viel los, ja, also wir sind auf der Börse, hier das ganze Büro ist voll und die Leute unterhalten sich hier, ja, und deswegen. Ach so. Okay. So, mal gucken, ob das jetzt hinhaut. So, das scheint geklappt zu haben. Jetzt soll ich mehr über mich selbst erzählen. Persönliche Angaben, Personal Info, bitte fahren Sie fort. Wohin denn? Nee, einfach mit den persönlichen Angaben fortfahren. Also, also Geburtsdatum, ja, etc. Sie können ja Englisch, haben Sie gesagt. Indeed, I can. Und wenn, ja, wonderful. Und wenn Sie das dann abgeschickt haben, müsste irgendwo Deposit stehen, Einzahlung, Deposit, sagen Sie mir, wenn Sie dann da angekommen sind, dann werden wir weitermachen. Ich arbeite dran. Alles klar. Wie lange machen Sie das denn schon? Also, ja, schon 3-4 Jahre bestimmt, ja. Oha. Genau, oha. Ich komme irgendwie bei der Auswahl vom Geburtsdatum, lässt er mich nicht reinschreiben. Okay, das muss anklicken, ich dann können Sie, genau, anklicken und dann können Sie das so mit der Maus, glaube ich, hoch runterziehen, scrollen mit dem Rädchen, ja, und dann auswählen. Habe ich gemacht. Okay, wunderbar. Proceed. Genau, proceed, genau. So, jetzt müssen Sie, sehen Sie irgendwo jetzt.
Deposit jetzt, oder... Na, da kommt jetzt ja im Prinzip die Abfrage nach meiner Beschäftigung. Da will ich jetzt ja retired anklicken. Da hatte ich mal bei einer Firmenverabschiedung, hat mich dein englischer Geschäftspartner gefragt, was ich denn mache. Und da habe ich halt wahrheitsgemäß geantwortet, I'm retired. Also englischsprachig, ja, nicht nativ sprechend. Der war aus dem Ostblock. Und er hat statt retired, retarded verstanden. Ah, mein Gott. Ja, und hat dann gedacht, da ist irgendein Verrückter unterwegs. Ja. Das hat sich dann aber erst im Nachhinein aufgeklärt, weil der da im Prinzip ja dann mit meinem Sohn nochmal gesprochen hatte. Ah, okay, ich verstehe. Und jetzt fragt er, in welcher Industrie ich gewesen bin. Das wäre ja dann Engineering and Manufacturing, weil wir ja Sachen hergestellt haben. Genau, genau. Okay, also folgendes. Hallo? Also folgendes, lieber Herr, bitte jetzt Schritt für Schritt, dass wir nicht durcheinander kommen. Ja, ja, also jetzt sind wir bei der dritten Frage, geschätztes Jahreseinkommen brutto, schätze ich mal 12 bis 100.000 Minimum, oder? Ja, ja, ich habe Antwort 2 genommen. Okay, Antwort 2, 100 bis 200.000, okay. Ja, ja. Machen Sie bitte geschätzter Nettowert, also brutto, jetzt. Ja, da ist ja die Frage, Estimated Net Wealth, bezieht sich das auf, sag ich mal, Bargeld oder auch auf Grundstücke und sonstige Besitztümer? Nee, nee, also Bar, können Sie rechnen, wie Sie möchten. Können Sie alles zusammenrechnen, wenn Sie möchten. Na gut. Also, geschätztes Jahreseinkommen und Netto und Brutto dann und sagen Sie mir, wenn Sie das ausgefüllt haben. Habe ich. Und beim nächsten würde ich dann sagen, Dividenden von Investment, weil das ist ja im Prinzip das, was ich jetzt von meiner Firma noch kriege. Hut ab, lieber Herr. Bravo, also Dividende von Investitionen. Ja, ja, das ist mir alles nicht unbekannt, ne? Okay, wunderbar. So, jetzt bitte auf die nächste Frage. Erwartete Investitionsbetrag für dieses Jahr. Eine Frage, lieber Herr. Ja. Wenn Sie mit uns theoretisch, ja, 100.000 Euro erwirtschaften würden, würden Sie dann vielleicht, ja, von dem Erwirtschafteten nochmal 50.000 investieren bei uns? Na locker. Wenn ich merke, da läuft was, dann stecke ich das rein. Sehen Sie, meine Firma, die kam damals zustande, da haben wir in der Schule in Physik uns damit auseinandergesetzt, wie man quasi aus losen Einzelteilen was Beständiges macht. Die haben dann tatsächlich mit Lehmziegeln da gearbeitet und dadurch bin ich ja, sag ich mal, zu meiner Firma gekommen. Ah, okay, das war die die Inspiration, ja? Ja, das war der zündende Gedanke. Von daher, wenn ich jetzt, sag ich mal, was entdecke, das ich, sagen wir mal, als finanziell und zeitlich lohnenswert erachte, dann bleibe ich da natürlich bei. Wäre ich ja blöd, wenn ich das nicht machen würde. Genau, genau. Also, jetzt wären wir, jetzt wären wir bei der Frage, erwartete Herkunft der eingehenden Gelder. Das ist, also Sie sind bei einer europäischen Bank, habe ich recht. Ja, ja, wir haben aber, sagen wir mal, auch Übersee, falls das notwendig sein sollte. Nee, oh nee, nee, nee. Machen Sie die erste Antwort. Wir haben eine Niederlassung in Gettysburg, Pennsylvania, falls Sie das kennen. Natürlich, natürlich. Ja. Bitte, also europäische Bank, ja, also die erste Antwort wäre das dann. Ja. Okay, noch bei der nächsten Frage. Ich habe Ihnen erklärt, wenn der Markt günstig ist, können Sie Tageshandel machen. Sie können, wenn 2-3 Tage der Markt gut ist, jeden Tag Handel machen. Würden Sie gerne so handeln wollen? Na, da würde ich mich ja dann im Prinzip, sagen wir mal, auf die Ratschläge des Experten verlassen erstmal. Ja, oder auch auf Ihre Intuition und so und auf die Signale. Aber wenn es möglich ist, würden Sie Tageshandel machen. Das heißt, wenn es heute Morgen günstig ist, heute und morgen ein paar Handel machen. Ja, ja, na klar, wäre ja blöde, wenn ich das Geld auf der Straße liegen lasse. Ne? Genau, genau, bravo. Also machen Sie bitte Intraday-Handel rein. Das ist, Intraday-Handel ist die Antwort dafür. Tageshandel. Ja, ja. Okay, jetzt kommt, haben Sie mindestens ein Jahr in den Finanzbranchen gearbeitet? Erforderte Handelswissen im Bereich Finanzinstrumente. Bitte machen Sie eine Antwort, mit, die Sie denken. Nein, habe ich ja nicht. Außer, dass ich jetzt halt geschäftlich viel damit zu tun hatte, aber... Aha, okay. Jetzt kommt bitte Bildungsstand, machen Sie rein, was Sie denken. Ja, ja, also studiert habe ich nicht, das muss ich sagen. Ja, aber trotzdem sind Sie ein sehr ziemlich wohlhabender Mann geworden, auch falls Sie nicht studiert haben. Also es hat nichts zu bedeuten heutzutage. Ja, ne, was bringt mir ein Doktortitel, wenn ich mit meinen Händen nicht mal eine Dose aufmachen kann, ne? Ganz genau, da gebe ich Ihnen recht.
Okay. Folgendes, ja, bitte, jetzt kommt Ihre Investitionserfahrung auf den Finanzmärkten ist? Naja, noch gar nicht, ne? Okay, 0 bis 6 Monate. Jetzt kommt die nächste Frage. Der letzte Handel, den Sie ausgeführt haben, war? Naja, noch gar nie. Okay, jetzt kommt. Bei der nächsten Frage... Ja, aber was, das gibt es ja gar nicht als Antwortmöglichkeit. Vor über 3 Jahren können Sie einfach reinmachen. Das ist ja aber genau. Nicht wahrheitsgemäß, ne? Ja, aber ja, halt im Grunde genommen für die ist es so auch in Ordnung. Okay, jetzt kommt, Sie haben noch keinen Hebel benutzt, ja, keinen Leverage, bitte machen Sie keins rein. Naja, sagen wir mal, in der Firma, sag ich mal, haben wir ja, das ganze Prinzip der Ziegelherstellung beruht ja auf der Hebelwirkung. Ja, okay, ja, aber ich meine, Hebelwirkung tut die Kaufkraft erhöhen an der Online-Börse. Den Hebel können Sie benutzen, müssen aber nicht. Wie muss sagen ich mir mal, das denn vorstellen, Kaufkraft okay. erhöhen? Genau, also der Hebel kann verführerisch sein, wenn erstmal mit kleineren Beträgen und ja, also sagen wir mal, für Gold ist der Hebel 1 zu 100. Sie benutzen nun den Hebel und haben, sagen wir mal, Sie nehmen 1.000 Euro ja. und benutzen den Hebel. Auf einmal rechnet man die 1.000 Euro mal 100. Oha. Ganz genau, dementsprechend ist der Profit größer, ins Minus können Sie nicht rutschen, ja? Ja, aber wenn ich, sag ich mal, mit einer Fantasiesumme, sag ich, nenne ich das jetzt einfach mal, spekuliere, genau. dann kann ich die doch auch verlieren, oder nicht? Also schon, natürlich, es tut auch die Gewinne vergrößern, aber dann auch natürlich die Verluste. Deswegen, ist kein Muss, ich wollte es nur mal gesagt haben, ja, das der ist Hebel ja gut. ist kein Muss. Ganz genau, also Sie haben noch keinen Hebel benutzt, keines Nein. bitte reinmachen, okay? Wie ist denn, sag ich mal, generell, wenn wir gerade davon sprechen, so, Sie haben ja gesagt, da sind ja 1 Million Leute dabei, wie ist denn da so der Schnitt, wie viele Leute machen denn da den Plus und wie viele Minus, so prozentual? Im Grunde genommen, prozentual gesehen, die Leute, da rechnen die in die Statistik auch mit, wenn jemand 1 Euro verloren hat oder 2 Euro verloren hat und natürlich gibt es Leute, so wie Sie, aktivieren ein Handelskonto, haben sich angemeldet, aber melden sich mir nicht, kennen sich nicht aus. Ja. Und ja, also, bitte ja. machen Sie jetzt, bitte, machen Sie bitte... Ja, aber jetzt sprechen wir mal von aktivierten und dauerhaft aktiven Konten. Das ist aber schon im großen Betrieb, gibt es ja da entsprechende betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Wie sieht da denn so die Gewinn- und Verlustmarge prozentual in etwa aus? Nicht auf den Pfennig also, genau. Also, soweit ich weiß, denke ich mal, im Grunde genommen, aber wie gesagt, die Statistik ist auch nicht so genau, weil Leute nehmen nicht den Senior Account Manager wahr. Dieses Handelsprogramm machen einfach alleine und haben keine Erfahrung. Ja, ja. ja. Das ist nicht realistisch, diese Statistik, ja. Ja, schauen Sie trotzdem mal, ich will das mal wissen. Okay, ich schätze 60-70% ungefähr, ja, machen einen Verlust, aber dort wird auch 1 Euro, wenn man Verlust macht, mitgerechnet. Deswegen, ja. Okay, also bitte, machen Sie, Sie haben Ihr durchschnittliches Jahreshandelsvolumen mit der Hebelwirkung keins, haben Sie gemacht, ja? Ja, genau. Okay, jetzt kommt nächste Frage. Ihre Erfahrung mit Wertpapieren, Aktien, Kryptowährungen, ja. machen Sie eine Antwort rein, mit der Sie sich wohlfühlen? Jawohl. Okay, jetzt kommt. Wie kann ein positiver Finanzbericht von Apple den Kurs des Einfluss unter den Kurs ja des Unternehmens beeinflussen? Ist doch klar. Ein positiver Bericht bedeutet. Ja, das geht nach oben, das ist ja logisch. Ne? Bravo, steigt. Erste Antwort, genau. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sie klingen so aufgeregt. Ja, okay, Sie haben auch recht. Wir haben noch sehr viel zu tun, müssen noch ein paar Handelskonten aktivieren heute. Ach so. Okay. Jetzt kommt noch Folgendes. Wie würde sich der Kurs von Facebook ändern, falls der Kurs von Facebook-Aktien in der Nasdaq gehandelt werden, deutlich fällt? Logische Antwort, was denken Sie? Naja, der folgt. Verschiebt sich in die gleiche Richtung, bravo, der folgt. Das sind ja aber hier, sagen wir mal, Aufgaben für die Grundschule, oder? Ja, so ungefähr. Das ist ja eine Schule, wir lernen ein bisschen was, ja? Also. Das ganze Leben ist eine Schule, junger Mann, das werden Sie ganz auch genau, noch erfahren. Ganz genau, ja, ganz genau, ganz genau. So da, jung bin da, ich auch nicht, ja? Wie alt sind Sie denn? Fast 40. Nein! Ja. Ich hätte jetzt von der Stimme her so 25 geschätzt.
Ah, danke schön, mein lieber Herr. Ja, das freut mich zu hören. Das geht runter wie Öl. Das glaube ich, aber Öl ist nicht so gesund in großen Mengen. Da müssen Sie aufpassen. Genau, genau. Das stimmt auch wieder. Also, jetzt kommt die nächste Frage, lieber Herr. Wie hoch ist Ihre Kaufkraft mit einem Hebel von, wenn Sie einen Hebel von 1 zu 100 haben und 1.000 Euro benutzen? Ja, da sind wir bei 100.000. Das haben wir ja vorhin durchgespielt im Prinzip. Bravo, bravo. Das heißt, ich könnte jetzt quasi für, wenn ich 1.000 Euro habe, könnte ich für 100.000 Euro im Prinzip einkaufen. Genau. Aber woher kommen die anderen 99.000 Euro? Ja, die Hebelkraft, wie gesagt, die kriegen Sie vom Unternehmen. Das wird Ihnen noch der Senior Account Manager alles erklären, aber das kommt vom Unternehmen. Ja, das kommt vom Unternehmen. Das heißt, Sie gehen da quasi in Vorleistung für. So ungefähr, ja. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn ich das Ding dann vermassel, schulde ich der Firma 99.000 Euro. Nein, ins Minus können Sie nicht gehen, lieber Herr. Wir sind keine Bank. Ja, aber dann kann ich ja rein theoretisch, sag ich mal, mich als Konkurrent bei Ihnen anmelden und Ihr ganzes Geld verzocken, wenn das so funktioniert. Naja, die haben ja noch einiges an Geld, ja, parat, also machen Sie sich da keine Sorgen. Ja, das ist nur, die Rechnung geht nicht, das ist ja im Prinzip so, wenn ich meinem Kunden sage, du musst 10 Dachziegel bezahlen, ich gebe dir aber 10.000. Ich sag mal so vom Betriebswirtschaftlichen her geht die Rechnung irgendwie nicht auf, wenn das nur in eine Richtung funktionieren kann oder nicht. Also, lieber Herr, wir sind Jahre auf dem Markt und das Unternehmen ist Folgegeschäft orientiert und wie gesagt, natürlich... Orient? Ja, orientiert, ja, so. Folgegeschäft orientiert. Ich habe noch eine Frage an Sie, ja? Jetzt kommt eine ganz wichtige, ja, jetzt sind wir bei... Was trifft beim Handel mit einem Hebel zu, oder? Das haben wir, stimmt's? Jetzt sind wir da, stimmt's? Ja. Okay, also, was denken Sie, ist die korrekte Antwort? Ja, das Erste, das widerspricht ja aber dann dem, was Sie eben gesagt haben. Increase losses heißt erhöhte Verluste. Sie haben gesagt, das geht nicht. Handeln kann die Gewinne oder Verluste vergrößern. Ja. Aber Sie können nicht ins Minus gehen oder in Schulden. Ich habe Ihnen gesagt, er tut die Kaufkraft erhöhen. Dementsprechend ist der Profit auch größer und, aber ja. Ist das Zufall, dass Sie immer das wiederholen, was der Mann im Hintergrund schreit? Weil der sagt also, immer Sachen und in kurzer Reihenfolge wiederholen Sie dann exakt die gleichen Sachen. Sind Sie in der Ausbildung? Ist das der Trainer? Nein, eigentlich nicht. Ja, Sie hören hier Musik im Hintergrund. Nee, ich höre den Mann, der immer die gleichen Sachen sagt, die Sie dann wiederholen im Prinzip. Das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen. Sie hören einen anderen Kollegen. Okay, jetzt kommt es nächste Frage. Investitionsziele, ich habe Ihnen gesagt, Sie können ja diversifizieren. Das bedeutet, mehrere Baustellen haben, mehrere Handels zur gleichen Zeit. Würde Ihnen das passen so? Ja, das haben wir ja besprochen. Also, bitte wählen Sie in volatile Finanzanlagen investieren, um mein Handelsportfolio zu diversifizieren. Ah, das klingt richtig schön motivierend. Ah, okay, wunderbar. Ein bisschen Fachchinesisch, ja, aber... Ja, aber das ist ja... Fachchinesisch, das ist ja okay. So mit dem Juristendeutsch und dort komme ich ja wegen Vertragswesen und allem, da komme ich ja ganz gut zurecht mit, ne? Okay, jetzt kommt, lieber Herr, für Steuerzwecke, haben Sie einen amerikanischen Pass? Sind Sie US-Staatsbürger? Ich meine... Sie sind also, ja Deutsche, haben einen deutschen Pass, also bei oder? Mir, es kommt eine ganz andere Frage. Hier steht, was passieren würde, wenn ich jetzt verlieren würde, wird hier gefragt. Ach so, stimmt, tut mir leid. Ja, ich habe das übersprungen. Sie würden sich doch nicht umbringen, oder? Nein, das lohnt sich ja nur. Okay. Mein Sohn wird sich über die Lebensversicherung freuen. Ah, das wollen Sie nicht, noch nicht gönnen, ja? Nee, ich sag, da will ich ja vorher selber noch versaufen. Ja, das war sehr schön ehrlich. Also, welche Antwort haben Sie da angegeben? Naja, mal gewinnt man, mal verliert man, ne? Bravo, ganz genau. Jetzt kommt, da haben Sie einen amerikanischen Pass. Also zahlen Sie Steuern in den USA? Teilweise, wir haben ja da eine Niederlassung, ne? Also man muss ja sagen, mein Sohn jetzt im Prinzip. Und für den Umsatz, der da in Gettysburg, Virginia halt, sag ich mal, erbracht wird, da muss man aber da Sie natürlich nicht, aber auch... Aber Sie nicht. Nein. Sie nicht, Ihr Sohn. Okay, wunderbar. Bitte Nein ankreuzen und weiter... Was ist denn so, eine politisch exponierte Person? Also ja, ich stehe nicht unter Überwachung. Bürgermeister oder
Präsident, Bürgermeister oder irgendwie sowas. Nein, nein. Ja? Ich glaube, mit dem Namen Maulwurf wäre man auch nicht so geeignet als Präsident. Da nimmt einem doch keiner ernst. Das kann auch sein, ja. Also, nein. Aber hat nichts zu bedeuten. Nein. Aber dürfen Politiker da nicht mitmachen? Oder wie muss ich das verstehen? Nein, ganz genau. Weil Politiker können den Markt beeinflussen und daraus Nutzen schlagen. Genau. Jetzt kommt Quelle des Gesamtvermögens. Machen Sie rein, was Sie denken. Ist ja fast alles. Jetzt kommt die Finanzinstrumente, die Sie in der Vergangenheit gehandelt haben, sind. Bitte machen Sie rein, was Sie denken. Was ist denn ein CFDs? Also, CFDs ist Handel mit der Preisdifferenz, kaufen, verkaufen. Ja, also Contract for Differences, Handel mit der Preisdifferenz, Online-Börse, ja. Genau. Also quasi sowas wie Wetten, ob das Pferdchen X schneller ist als Y. Könnte man so auch sagen. Ja, okay, so dann habe ich das auch nicht gemacht. Okay, also bitte, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Geben Sie Ihren steuerlichen Wohnsitz an. Bitte anklicken, finden Sie ja dort Germany oder Deutschland. Ja, ja. Und die Steuernummer ist jetzt nicht relevant. Gut. Die hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht parat. Okay, sagen Sie mir, wenn Sie das abgeschickt haben, dann kommen wir zur Einzahlung langsam. Ja, habe ich gemacht. Okay, sehen Sie jetzt Deposit oder so? Jetzt ganz langsam, Schritt für Schritt, machen wir gemeinsam. Da kommt Upload Your Documents. Upload Your Documents? Ja, Führerschein. Ja, kein, okay, klicken Sie, gehen Sie einfach auf Skip oder so und dann zur Einzahlung, dann machen wir später die Verifizierung. Nun gut. Genau, also erstmal nur die Einzahlung, dann machen wir die Verifizierung und den Termin. Wir brauchen noch 10, 15 Minuten. Ja, das kriegen wir hin. Wie lange dauert denn das Gespräch mit dem Oberboss da dann? Solange Sie möchten, solange Sie brauchen, ja. Ja, was ich muss also ein bisschen im Blick behalten. Was kann ich da so ungefähr einplanen für? Ja, halt im Grunde genommen so lang, wie Sie brauchen. 1-2 Stunden vielleicht, ja, vielleicht mehr, weniger, kommt ganz drauf an. Aber Sie kommen mir auch wie ein sehr ernster Händler vor. Also der Herr wird sich so viel Zeit nehmen, wie Sie brauchen. Das klingt doch vernünftig. Nein, nur dass ich das also ein bisschen planen kann, weil ich habe halt immer auch noch operative Aufgaben in der Firma. Ah, okay. Weil, natürlich. Sie können dann immer sich mit ihm absprechen, ja, das ist ja klar. Ganz gut. Wie oft ruft er dann an oder ich den? Also Sie können sich dann mit ihm weiter absprechen, ja, so wie es Ihnen passen würde, vielleicht mal die Woche oder so, ja, das werden Sie dann schon sehen. Gut. Okay, sagen Sie mir, haben Sie auf Einzahlung geklickt? Nee, drauf geklickt habe ich nicht, das kam jetzt so automatisch im Prinzip. Genau, okay. Wenn Sie jetzt draufklicken, dann geht ein Fensterchen auf und folgendes, ja? Ja. Dann haben Sie Fensterchen von links nach rechts. Sehen Sie das erste Fenster, Visa, Mastercard? Ja, ja, natürlich. Genau, bitte klicken Sie das an. Wie sieht denn das? Ich finde das total, wie sagt man, geil heutzutage, wie das da alles aufgebaut ist. Wie sieht das denn aus, wenn ich ein bisschen mehr investiere? Gibt es da, sagen wir mal, irgendwie einen Bonus? Natürlich kriegen Sie natürlich, ja, natürlich, ja, Sie kriegen mehr. Sie kriegen mehr Schulung, Sie kriegen mehr Termine. Der Mehr wird mehr Signale senden und wird natürlich sich mit Ihnen ja mehr befassen. Das ist eine gute Frage, sehr logisch. Ich sag immer unseren Partnern, machen Sie einen Betrag rein, mit dem Sie sich wohlfühlen. Größere Kaufkraft sollte natürlich logischerweise theoretisch ja schneller alles gehen. Ja, also ja, mit deswegen. Welchem Betrag würden Sie denn gerne anfangen wollen? Nee, das kommt drauf an. Sie haben ja gesagt, da gibt's ja dann verschiedene, sagen wir, verschiedene Mehrwerte. Wo geht das denn los, dass man da, sag ich mal, dann eher so ein Premium-Kunde wird bei euch? Okay, Premium-Kunde, ja, bei so Premium-Sachen, das fängt ab 50.000 Euro an. Boah, da kann man schon drüber reden. Ja. Was habe ich denn dann davon? Also, Sie haben davon, jedem extra, VIP, ja, VIP, VIP kriegen Sie natürlich, Sie kriegen die Besten, ich werde den besten Senior Account Manager für Sie, aber Sie müssen nicht mit 50, Sie können auch mit 10.000 erstmal anfangen und dann, oder mit 250 Euro, mir ist es wurscht.
Naja, sagen wir mal, ich möchte da ja so, wenn ich das jetzt schon anfange, das klingt ja, sagen wir mal, sehr, sehr durchoptimiert da alles, da soll sich das schon auch richtig lohnen, ne? Wer ist denn da der Beste, wie heißt denn der? Was macht der so? Also, der Beste, ich müsste auch gucken, wer im Urlaub ist, wer nicht, aber den Besten werden wir für Sie finden und wie gesagt, der wird mit Ihnen arbeiten und natürlich mehr kriegen Sie von allem mehr. Kriegen Sie mehr Schulung, kriegen öfter Termine, der Herr ist öfter für Sie da und kriegen mehr Signale und alles drum und dran. Also, mit wie viel möchten Sie denn jetzt starten? Also bei 10 würde das VIP-Level losgehen, ja? Ganz genau, bei 10.000 Euro. Ja, dann machen wir das doch. Ich habe Lust zu zocken. Okay, perfekt. 10.000 Euro bitte reinmachen. Los da, los. Hallo? Hallo? Ja, ich bin in der Leitung. Ach so, das klang gerade, als hätten Sie aufgelegt. Also, Sie haben Visa-Card und Mastercard angeklickt. Ja, natürlich. Genau, und unten haben Sie 10.000 Euro, ja, reingemacht. Ja, habe ich. Okay, jetzt haben Sie, ich habe die Einzahlungserklärung gelesen, unakzeptiert unten ankreuzen. Ja. Okay, und jetzt rechts haben Sie die Kreditkartennummer reinmachen, Ablaufdatum, CVV2-Code. Sehen Sie das? Ja, natürlich, das ist ja schon mal der Standardprozedere. Okay. Genau, bitte füllen Sie das aus und abschicken und vielleicht müssen Sie das bestätigen. Und wenn es vielleicht irgendein Problem gibt mit der Einzahlung, dann werden wir das dann noch einmal wiederholen. Ja. Okay, und dann vielleicht auch via Online-Banking. Es wäre auch besser. Jetzt aber vorhin irgendwas gehabt mit Dokumenten. Was brauchen Sie da denn von mir noch? Da kann ich das gleich an die Buchhaltung geben. Ja, genau. Aber das werden wir nach der Einzahlung machen. Sie und ich gemeinsam einfach nur eine Rechnung, nicht älter als ein halbes Jahr und ein Bild vom Ausweis. Zwei Bilder, Vorderseite, Rückseite, um das Konto zu verifizieren natürlich. Eine Rechnung wovon denn? Gas, Wasser, Strom, ist egal. Ach, sind Sie in dem Markt auch aktiv? Also wir brauchen das nur, um das Handelskonto zu verifizieren, ja? Ja, was hat mein Strom damit zu tun? Wegen Ihrer Wohn, wir brauchen einen Wohnnachweis und einen Identitätsnachweis. Ja, sagen Sie das doch gleich. Dass er mein Vermieter, ich bin ja quasi ich selber, da kann ich mir ja selber ein Dokument ausstellen, ne? Ah, sehr schön. Okay, das ist ja bitte das fahren Praktische. Sie einfach fort. Ich habe das Ding der Firma überschrieben, ne? Und jetzt zahle ich quasi an die Firma Miete, die ich dann von der Steuer absetzen kann, kriege die Miete aber über meine Abfindung wieder. Das ist ein richtig schönes Schlupfloch gefunden. Bravo, Hut ab, Sie sind ja ein richtiger, richtiger Macher. Ja, natürlich, lass mich doch nicht von der Merkel verarschen, ne? Okay, sagen Sie mir, sind Sie jetzt bei der Einzahlung noch, ja? Ja, ich bin hier gerade, weil ich habe hier, sagen wir mal, noch viele Dokumente liegen, gerade hier am Durchwühlen, wo ich mein Kartenetui hingelegt habe, weil diese Nummer... Ich bin in der Leitung. Ja, das hoffe ich doch auch. Okay, natürlich. Darf ich einen Musikwunsch äußern? Hallo? Ja, ich bin in der Leitung. Ja, da hat schon wieder einer so geschrien. Ich denke immer, da passiert irgendwas bei Ihnen. Ja, hier ist ja sehr viel los. Also wir versuchen es dann mit der Karte und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja, und wie werden die Profite denn berechnet? Ist das wöchentlich, monatlich oder wie funktioniert das dann mit der Auszahlung? Mit der Auszahlung, Sie können jederzeit sich auszahlen lassen. Wie gesagt, Sie haben dort einen Knopf Auszahlung und dann dauert es ungefähr 3 Werktage und danach hängt es von Ihrer Bank ab. Jetzt sind wir ja alle, wie wir da sind, sehr zukunftsorientiert. Kann ich, wenn ich denn, sag ich mal, da profitable Sachen, sagen wir mal, erwirtschaftet habe, das auch in diesen Bitcoin-Dingern bekommen? Geht das oder muss ich das separat kaufen? Also nee, Sie können natürlich auch bei uns mit dem Bitcoin handeln. Die Bewegung ist auch natürlich auf dem Markt gegeben. Die Bewegung ist fantastisch. Nee, ich meine jetzt, wenn ich, sagen wir mal, mache aus meinen 10, mache ich 20.000 und will einen Teil davon dann auszahlen, muss ich das monetär machen oder kann ich das in Bitcoins tauschen?
Ach so, nee, Sie kriegen natürlich Cash dafür, ja, so kann man das nicht, aber Sie können natürlich dann, ja, Sie können mit dem Bitcoin handeln, aber Sie kriegen das in Geld natürlich alles überwiesen. Na gut, hätte ja sein können, es gibt ja immer mal wieder, dass man, sagen wir mal, Guthaben so in Gutscheine oder halt auch in Rosen sowas tauschen kann, ne? Ja, also hier natürlich, ja, Geld wird eingezahlt, man handelt mit der, man handelt auf dem Markt und Geld kommt natürlich dann auch einem gutgeschrieben. Das ist super. Ich freue mich ja richtig, dass wir dazu. Ich wollte eigentlich vorhin gerade aus dem Büro, als Sie angerufen haben. Wie bitte, was haben Sie gesagt? Ich sagte, ich bin froh, dass ich noch ans Telefon bin, weil ich wollte vorhin eigentlich aus dem Büro und mir eine Kleinigkeit zu essen holen. Das bringt mir mein Sohn jetzt dann gleich vorbei. Den hatte ich zwischendurch geschrieben. Sehr schön, dann haben wir also genug Zeit, ja, dass wir das zu Ende bringen. Sagen Sie mir also, wenn Sie das Ablaufdatum reingemacht haben, Monat, Jahr, CVV-Code, auf der Rückseite der Karte rechts neben der Unterschrift und dann bitte sehen Sie unten Karteninhaber etc. und dann auf Einzahlung klicken und natürlich, dann gucken wir, was passiert. Ich habe jetzt ja im Prinzip die American habe ich ja schon gefunden, aber die bringt Ihnen ja nichts. Ich habe jetzt ganz auch genau, die, ganz genau. Die Bank ist hier. Ich muss nur noch die Visa finden, dann kann das losgehen. Ja, machen Sie die, finden Sie die Visa ganz langsam. Klasse. Klasse. Ich hoffe, Sie haben dann da auch was von hinterher. Leider nicht. Also nicht? Im Grunde genommen, nein, natürlich nicht. Also im Grunde genommen, mir ist es, ich habe nichts davon. Ja, vielen Dank. Sie sind ganz lieber, ganz lieber, ja. Aber auf jeden Fall. Das ist aber schlecht. Also wenn meine Handelsvertreter gute Geschäfte machen, dann kriegen die Bonus von mir oder jetzt halt von meinem Sohn, ne? Ah, okay, ich verstehe, ja, das ist sehr schön, ja, das ist sehr schön, das ist Hut ab für Sie, Sie sind ein ganz, würden auch spendieren, so wie ich das sehe, natürlich. Hut ab, genau. Wir haben jetzt ja im Prinzip, als das mit Corona losging, da haben wir ja Gasmasken geordert, weil das konnte also so richtig, sagen wir mal, Schutzklasse 7, weil man wusste ja noch nicht, wie das abläuft, ne? Dass die Leute halt alle auch da, sag ich mal, also auch für die Familien von den Leuten, weil mein Mitarbeiter kann ja nichts mehr leisten, wenn die Familie da den Jordan runtergeht, ne? Und da sind wir halt schon mal sehr drauf bedacht drauf und jetzt haben wir die Tage, ich sag mal, da gibt's diese neuen Headsets, da haben wir auch gleich einen ganzen Schwung bestellt. Was toll ist, wenn man das richtig deklariert, kann man das ja auch alles absetzen hinterher. Genau, schlau, das ist ganz schlau, ja, sehr schön. Na ganz klein, da kommt gerade mein Sohn mit dem Reis. Einen Moment bitte. Okay, natürlich. Ja, ich habe da also im Prinzip noch meine Geschäftsmöglichkeit aufgetan. Was machst du da denn Tolles? Nee, das ist ja im Prinzip so eine Aktiengeschichte. So Bitcoin und so. Dann kann man da mal potenziell verdoppeln. Also ich würde das nicht machen. Hallo nicht. T1 Markets, ist das die? Warte, lass mich da mal hingucken. Da habe ich neulich bei YouTube habe ich ein Video über die gesehen, das sind voll die Abzocker. Also ich würde keine Geschäfte mit denen machen. Ich würde kein Mensch, aber nicht vorstellen. Gib mal bei Google ein. Warte, das hat er in seinem Video auch gezeigt. T1 Markets. Das ist der englische Betrug. Gib das mal ein dahinter. Also ich bin noch in der Leitung, ja? This broker shows very poor transparency with their advertised and actual offerings not lining up. Traders they're signing up for Guck mal, das ist ja auch nicht, das ist total. Mach den Scheiß bloß nicht. Ja, der ist ja jetzt gerade noch am Telefon. Ich habe jetzt ja gerade meine Karte rausgesucht. Hallo? Ja, hallo. Ha! Ach, klasse, dass ich mal mit euch spreche. Ich kenne euch aus dem Internet. Wie viele Leute hast du denn heute schon reingelegt? Bei meinem Papa klappt das jetzt nicht. Huhu! Mein Gott, das ist doch eine Frechheit, was Sie da gerade gesagt haben. Gib mal deinen Firmennamen bei Google ein, ihr zockt voll die Leute ab. Was?
Ey, schauen Sie, ja, erst einmal, unser Unternehmen ist ein seriöses Unternehmen, hast du okay? Hast du die Kartennummer gegeben? Nein, habe ich nicht. Ja, dann ist ja gut, die wäre weg gewesen, die Kohle, das sag ich dir. Nochmal so jetzt, ja, ich höre zu. Oh, das glaubt mir ja keiner. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Dem alten Mann hier das Geld klauen, soweit kommt's noch. Dem alten Mann das Geld klauen, ich bitte Sie, ja, also. Ja, Ja? Ja. Fällt dir nichts mehr ein, ne? Geile Scheiße. Oh, es ist lange her, dass ich mal so eine lange Aufnahme mit den Fischköpfen da gemacht habe. Die erkennen mich nämlich immer irgendwie relativ schnell. Der Typ, darum auch der Typ im Hintergrund, der immer alles vorgesagt hat, kannte mich offensichtlich noch nicht, sein Trainer auch. Und dass die mit ihrer zypriotischen Lizenz und ihr seht hier, es gibt zig Seiten, die vor denen warnen. Ganz viele Leute warnen vor denen. Und ich behaupte mal, die Seiten, die sagen, das ist alles seriös, die sind von denen oder werden von denen bezahlt. Die Wahrscheinlichkeit dafür würde ich zumindest als sehr hoch einordnen. Und der ganze Kram, der zu Hebelwirkung und Verlustrisiko auf der eigenen Seite von denen, habe ich es noch offen, stand hier unten irgendwo Riskwarnung. Guck mal, wenn du dann draufklickst, 91% der Investoren verlieren Geld. Und jetzt wieder vorhin mit seinem Text, ja, 1 Euro ist auch Verlust und hier und da. Aber guck mal, wenn du 10.000 Euro da jetzt reinsteckst, du glaubst doch nicht, wenn die irgendwo im Ausland sitzen und du keinerlei Handhabe hast, dahin zu gehen und dir dein Geld wiederzuholen, dass irgendwas wiederkommt? Schönen Dank für das Gespräch.